Kennt ihr das? Man ist bei sich zu Hause, hat einen Flur, ein paar Schalter in den Räumen, beispielsweise zwar eine Steckdose hier unterm Lichtschalter, aber im Flur weder da eine Steckdose, noch hier eine Steckdose, noch da eine Steckdose und hier ist auch keine Steckdose. Und man denkt sich, wäre eigentlich übelst vorteilhaft, mal hier ein paar Steckdosen zu haben. Und in dem Video möchte ich zeigen, wie das funktioniert, gerade auch in Altbauten, wo man kein Neutralleiter und Dauerphase klar, aber kein Neutralleiter und Schutzleiter im Schalter hat und beispielsweise hier entsprechend noch eine Steckdose nachzurüsten, möchte ich zeigen, wie das so in Altbauten geht, wenn man in einem Raum schon eine Steckdose vorhanden hat und dann möglichst unbeschadet, ohne Nacharbeit und so weiter, direkt eine Steckdose bohrt. Wichtig dabei ist, keine 82 mm Bohrkrone zu nehmen, sondern tatsächlich eine 68 mm Bohrkrone, welche sich entsprechend den Rahmen von der Unterputzdose exakt anpasst. Wir brauchen Gips, Elektriker-Gips für diejenigen, die das schnell härtend haben möchten. Rotbandknauf für die, die ein bisschen bei der Trocknungszeit ein bisschen mehr Zeit haben. Natürlich hier eine Blende und eine Steckdose. Falls man zwei Steckdosen oder drei Steckdosen nebeneinander haben möchte, ist es auch kein Problem. Einfach dann die Unterputzdosen entsprechend zusammenstecken, die Stege dazwischen aufbrechen, um dann die Brücken machen zu können. Aber die Zuleitung und das eine Loch, was man sich durchbohrt, ist im Endeffekt genau das Gleiche. Bloß da muss man eben darauf achten, komplett in Waage zu arbeiten. Und auch mit den Abständen 71 mm von Unterputzdose zu Unterputzdose. Ich werde hier nur mit einer arbeiten, mit einer Unterputzdose. Aber ich meine auf jeden Fall, dass man das dann in der Form macht, dass man sich hier einen Steg rausbricht, hier den Steg rausbricht, bei denen, die eben zusammenpassen. Und dann kann man das auch so aufrasten. Hier kommt die Zuleitung direkt raus aus dem Loch und dann rückt man sich die weiter. Und diese Stege, die muss man sich abbrechen, da man keine 82 mm gebohrt hat. Und da ich mit einer arbeite, werde ich mir das auf der Seite ausbrechen und auf der Seite ausbrechen, um dementsprechend exakt 68 mm zu haben und man die Tapete nicht neu machen muss außenrum und es einfach mit dem Rahmen richtig schön abgedeckt wird. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch nichts. Da wird einfach ein Loch durchgebohrt, aber machen wir hier gemeinsam in dem Video. Neben J3x15 brauchen wir, aber gar nicht so viel. Ein kleines Stück von einem Raum zum anderen durch die Wand, damit es durchgezogen wird. Und Rest gucken wir gleich. Fangen wir mal an mit einem Bohrhammer. Und lange Bohrer brauchen wir auf jeden Fall. Erstmal einen dünnen Bohrer zum Vorbohren und dann einen etwas dickeren zum Aufbohren. Und hier passt exakt ein J3x15 komplett durch. Zum Messen brauchen wir quasi fast gar nichts, es sei denn, man möchte eben mehrere nebeneinander machen an Steckdosen. Aber an sich, das Loch, was rauskommt, wird uns schon das Maß geben. So, hier in dem Bereich möchte ich jetzt die Steckdose haben, einfach in der Höhe, in der im Endeffekt das Loch durchkommt, in derselben Höhe, wie die Steckdose auf der anderen Seite ist. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. So, für diejenigen, die es sich nicht zutrauen, auf jeden Fall spannungsfrei schalten und Spannungsfreiheit feststellen. Wir haben hier echt in der Umgebung echt richtig wenig Steckdosen. Deswegen mache ich etwas, worauf ich hinweise, sollte man auf jeden Fall nicht nachmachen. Aber ich weiß, wo ich anzufassen habe und wo nicht und nehme das Risiko in der Form auf jeden Fall in Kauf. Jetzt muss ich hier außenrum noch aufschneiden, damit ich im Endeffekt die Steckdose ausbauen kann, ohne dass die Tapete hier an den Seiten wegreißt. Hier oben ist zwar schon ein bisschen weggerissen, aber dafür kann ich nichts. Ja, und ich meine damit, dass ich diese Steckdose hier nutze, um meinen Bohrhammer anzuschließen und ich das gar nicht abklemme, sondern einfach nur rausziehe. Je nachdem, wie lang natürlich die Adern sind. Und die sind lang genug. Genau. Hier haben wir auch ein vorgefertigtes Loch von der Unterputzdose quasi, in das wir einfach durchbohren können. Ich zeige das mal kurz von der Nähe. Genau das Loch hier meine ich im Endeffekt, wo ich genau durchbohre, ist eh eine Sollbruchstelle. Und das Ding ist, bei der Unterputzdose, welche ich im Endeffekt neu setze, werde ich die Sollbruchstelle auch einfach rausnehmen.
Und wie gesagt, wir können auch jetzt schon mal die Dose vorbereiten. Einfach hier, dann nehme ich immer eine Installationszange, um das hier abzubrechen. Ich zeige euch mal kurz, wie ich das immer mache. Gar kein Hexenwerk, hier ist die auf jeden Fall. Dann nehme ich das hier so, damit wir einmal die Nase hier abmachen. Und hier auf der anderen Seite auch. Und sonst im Endeffekt fange ich hier an und breche mir das einfach rundherum einmal ab. Manchmal hängt der ein bisschen fester. Man kann auch auf jeden Fall die Unterputzdose damit komplett kaputt machen, dass hier einfach alles abreißt. Aber mit ein bisschen Erfahrung geht es ganz gut. So sieht es jetzt aus. Und so dürfte an sich nichts stören. Und wir sollten das richtig bündig in die 68 mm Krone reinmachen. Und wenn es eine Zweifach wäre, hier anflanschen und dann, wie gesagt, die beiden Enden einfach abmachen. Und hier den Zwischensteg öffnen. Aber ich arbeite hier nur mit einer, wie gesagt, deswegen. So, jetzt würde ich das Loch einmal vorbohren mit einem kleinen Bohrer. Kaum noch zu lesen, was hier drauf steht. Deswegen hier mit einem Messschieber einmal. Genullt habe ich gerade, hier am Schaft, wo die Dicke so ist, ja, 9 mm ist der Bohrer, mit dem ich vorbohre. Und zum Aufbohren, damit ich ganz gut einen NIMJ3x15 durchbekomme, haben wir hier einen 12er Bohrer. Ja, 12 mm zum Aufbohren. Und hier muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, ein bisschen Acht geben, nicht komplett jetzt. Auf Schlagfunktion, nur die ersten paar Zentimeter, wenn man merkt, man ist fast durch, würde ich einen Schlag wegnehmen, weil meistens ist es so, wenn ihr Schlag drauf lässt, dann müsst ihr bestimmt nacharbeiten, weil eventuell bröckelt euch am Ende so viel Putz weg, so viel wolltet ihr gar nicht weghaben. Genau, das andere Ende werde ich jetzt hier in die Steckdose, in die funktionierende reinstecken. Achte darauf, dass ich an der Phase nichts berühre und dann geht es auch so schon ganz gut. Und so kann man dann arbeiten, in meinem Fall. Ihr schaltet natürlich spannungsfrei und nutzt eine andere Steckdose. Und dann bohren wir hier einmal genau da durch und dann spüre ich eventuell schon, wann ich fast durch bin. Und so machen wir das jetzt. Jetzt bin ich komplett durchgekommen. Das Loch sieht aber gut aus, also komplett mit Schlagfunktion. Ja, ich habe die Wand jetzt ein bisschen dicker mir vorgestellt, als es tatsächlich gewesen ist. Ja, und zum Aufbohren braucht man in der Regel keinen Schlag. Genau, dann kann man das hier an sich aussaugen mit einem Staubsauger, was da drin ist und auf den Boden gefallen ist. Und jetzt schauen wir mal, wie das von der anderen Seite aussieht, vor allem, dass da noch Tapete drauf gewesen ist. So sieht es auf der anderen Seite aus. Vorsichtig die Tapete hier ringsrum abmachen. Habe ich komplett gutes Glück gehabt, dass das die 68 mm komplett abdecken wird. Und genau jetzt mit der Bohrkrone sich den Zentrierbohrer so hinmachen, dass man möglichst alles abdeckt und dann einfach bohren. Dann ergibt sich das Maß im Endeffekt, welches man haben möchte. Und genau ansonsten mit der Einführung hinten ist man noch relativ flexibel in der Höhe und alles Mögliche. Das wird auf jeden Fall passen. Jetzt kommt der Bohrer raus, den brauchen wir nicht mehr. Jetzt nehmen wir uns 68 mm. Bohren auf jeden Fall nur so viel, wie wir müssen. Wenn wir komplett durchbohren würden, wird tatsächlich das Kabel, was auf der anderen Seite gegebenenfalls ist, sogar treffen oder anritzen. Deswegen in dem Fall jetzt so ohne Schlag. Und dann gucke ich, wo die Zentrierspitze am besten drauf passt. Relativ weiter unten hier. Naja, obwohl, so tatsächlich. Und dann ohne wegzurutschen. Ja, so rutscht man weg, weil man keinen Zentrierpunkt hat. Da gibt es bestimmt Hilfsmöglichkeiten.
Genau. Aber im Vorfeld hätte ich jetzt nicht wissen können, wo ich rauskomme. Es gibt auch Möglichkeiten, wo man erstmal das bohrt und dann ein Loch von hier durchbohrt und dann guckt, wo man rauskommt. Aber naja, muss am Ende jeder für sich entscheiden. Jo, jetzt habe ich mich einfach mal getraut und genau, sieht trotzdem übelst gut aus, der Umriss. Und jetzt einfach in Porotonstein so weit reinbohren, wie ich muss, um mit der Unterputzdose reinkommen zu können, damit die komplett putzbündig ist, sage ich mal. Das könnte eventuell sogar reichen, solche Kerne schlage ich ganz gerne händisch raus. Und dann kann man sich das an sich anpassen. Und ich merke schon, okay, das passt auf jeden Fall. So werden wir das eingipsen. Heißt, wir können die Leitung schon mal durchfädeln. Im Endeffekt kann man sich die auch schon im Vorfeld einmal abmanteln und dann nur so weit reinstecken, wie die halt reingesteckt werden muss, damit die im Endeffekt noch ein Stückchen mit dem Mantel in die Unterputzdose reinguckt. Und deswegen schiebe ich mir die erstmal hier durch. Aber mantel die entsprechend schon mal ein bisschen ab. Abschneiden am Ende die einzelnen Adern kann man immer noch. Bedeutet einmal hier durchschieben, dann auf der anderen Seite abmanteln und wieder ein Stückchen zurückziehen. Mehr als so braucht man in der Regel auch nie. Zack. Und den Rest schiebt man sich jetzt so rein, damit der noch ein bisschen aus der Unterputzdose rausguckt. Hier können wir auf der Seite jetzt entsprechend abschneiden, einfach gut nach Gefühl. Und hier werde ich es im Endeffekt abmanteln, wenn der Gips schon angezogen hat und alles. Ja. Bevor ich mir jetzt an der Stelle hier Gips anrühre, mache ich mir hier ein bisschen Wasser rein, um das hier ein bisschen nass zu pinseln innen drin und achte darauf, dass es die Tapete nicht runterläuft, um die nicht zu versauen, aber damit man bessere Haftung hat mit der Unterputzdose am Ende. So, das reicht doch schon. Angefeuchtet bisschen ist gut. Natürlich ist es so, je mehr Unterputzdosen man im Endeffekt jetzt hier einbaut, desto mehr Wasser und Gips benötigt man. Ich brauche jetzt nur für eine, deswegen so ein bisschen Wasser und ein bisschen Gips. Wenn was überbleibt, ist nicht schlimm. Einfach aushärten lassen. Am Ende kann man das drücken in dem Behälter und dann bröckelt das alles schon wieder raus. So viel, bis ein kleiner Hügel zu sehen ist. Und ich lasse jetzt nicht sumpfen. Ich rühre das einfach direkt. Hab damit recht gute Erfahrung. Härtet zwar komplett schnell aus, aber geht schon. Manchmal merkt man, es noch zu flüssig. Dann noch mal eine Schippe rein, streuen. Ja, das ist viel zu viel, was ich hier jetzt angemischt habe. Das Ding ist, ihr habt gesehen, wie knapp die Unterputzdose da drin liegt, vom Rand her. Deswegen braucht man echt nur echt wenig. Am Ende drückst du das alles wieder raus. Ja, ich mache so viel, wie ich brauche, Rest kommt in die Tonne. So, von der Konsistenz ist jetzt gut. Streichzart. Auch nicht kleckern dabei. Die Tapete muss nicht gespachtelt werden. So, das reicht schon. Hinten gebe ich den immer noch ein bisschen drauf, der Unterputzdose selber, damit ganz hinten noch mal ein bisschen was drauf ist.
Und sonst, solange das noch ein bisschen flüssig ist, würde ich das auf jeden Fall reinpressen. Notfalls noch mit einem Hammer gegenschlagen, habe ich auch schon mal gemacht. Gerade wenn es zu ein bisschen fester schon angezogen ist. Und wenn man zwei hat, kann man auch direkt mittig reinschlagen und so. Aber so ist dann bündiger mit der Wand am Ende, wenn man es händisch nicht komplett reingedrückt bekommt. So ist gut. So lassen wir das jetzt antrocknen. Geht aber ratzfatz. Und dann kann es abgemantelt werden. Und dann erstmal im spannungsfreien Zustand anschließen und. So, während der Trocknungsphase kann man hier alles am Boden einmal komplett aufräumen quasi. Dann kann man das sich hier an der Stelle einkürzen, wie man das benötigt. Und jetzt abmanteln. Und dann haben wir das auf der Seite. Hier die Bröckelchen. Die können raus. Fallen wie von alleine ab. Und dann einfach abisolieren und so wie man eine Steckdose verdrahtet. Einfach verdrahten. Mantelleitung ist ein bisschen locker. Auf dem kurzen Weg macht das, ist ja auch normal, sag ich mal. Genau. Und dann machen wir hier, weil bei uns im Haus es meistens so ist, dass der neutrale, der Außenleiter links ist, mache ich den auch links hin. Und dann haben wir hier die Steckdose ganz normal verdrahtet. Oder auf der anderen Seite. Ne, da haben sie auf der rechten Seite die Faser. Na, mache ich auch doch hier auf die rechte Seite. Und auf die linke Seite den Neutralleiter. Und dann ist es gleich mit dem Tester auch besser. Um zu gucken, ob das auf jeden Fall gut eingebaut ist. Ja, dann kann man sich aussuchen, ob man Geräteschrauben nimmt oder die Krallen verwendet. Ich verwende jetzt die Krallen, damit er sich im Endeffekt auch nochmal schön spreizt und die Unterputzdose quasi noch fester ist. Hier empfiehlt es sich auch, um das in Waage auszurichten, sich die Wasserwaage drauf zu machen. Das ist ein super vernünftiger Abschluss. So muss eine Steckdose montiert sein. Genau, jetzt hier auf der anderen Seite nochmal einkürzen, so wie man das im Endeffekt haben möchte. Und dann kann man die Steckdose einfach weiterbrücken. Falls hier schon eine Weiterschleife ist, sage ich mal, auf eine andere Steckdose, da muss man in der Unterputzdose mit Vago-Klemmen arbeiten, um das dann dementsprechend so zu verknüpfen, falls man eben drei Leitungen hier in der Steckdose drin hat. Aber das müssten wir am meisten auch schon wissen jetzt in dem Fall. So, jetzt ist die Steckdose wieder dran. RCD-Tester sagt, blinkt, blinkt, blinkt nicht. Heißt, ist alles korrekt. Und auf der anderen Seite müsste das genauso aussehen. Und das tut's auch. So soll es sein. Jetzt haben wir hier eine Steckdose. Kann man immer mal gebrauchen. Ja, und so kann man seine mal eben schnell installierte bzw. selbst installierte Steckdose in Betrieb nehmen. Eventuell hier direkt seinen Staubsauger anzuschließen. Aber denkt dran, wenn ihr es selber macht, immer Spannungsfreiheit feststellen und spannungsfrei arbeiten. Ansonsten den entsprechenden Elektriker anrufen, weil sonst machen solche Geschichten an sich immer nur Fachleute. Genau. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.